So, Hallöchen, Leute, bei einer neuen Folge. Hier ist euer EP mit Mike bei einem Pokémon Go Hack. Ja, viele verkaufen Internet Pokémon Go Accounts, Unlock All Account für viel Geld und ich zeige euch, wie ihr das einfach kostenlos so machen könnt. So, als erstes braucht ihr bei bei Google Play dieses Play GPS runterladen. Das erste gleich ist es da. Das ist eine spanische App. Die ladet ihr euch einfach dann runter. Habt ihr das gemacht? Geht ihr einfach nur auf diese App rauf und wählt irgendein Land. Hier unten gibt es am besten ein. Ich nehme jetzt London. Und ja, dann gibt ihr da irgendwas, was ihr wollt. Geht darauf, am besten könnt ihr auch noch den Wegpunkt hier hinsetzen, irgendwo, wo ihr wollt, wir setzen den aber am besten, ich gebe euch einen Tipp, dahin, aber ihr könnt selber, drückt das erste, wie ihr gesehen habt, und drückt dann das ganz unten, dann kommt noch so eine Leiste, drückt ihr ganz unten, Yo, Bro, Pokémon Go, drückt ihr unten, so, dann schließt sich das Ganze, dann kommt hier so ein App-Timer hier unten und dann braucht ihr einfach nur Pokémon Go starten. So, das hier oben muss immer bleiben. Das werdet ihr gleich sehen und ihr seht hier unten habt ihr so einen kleinen Knöpfel, wo ihr mit spielen könnt. Den Knöpfel könnt ihr ganz langsam verziehen, aber ihr müsst hier genau aufpassen. Und ja, dann ist gleich wieder. Habt ihr Pokémon so gestartet, dann seht ihr als erstes gar nichts. Dann geht ihr nochmal raus und startet Pokémon Go einfach nochmal neu. Und so. Der Zeit, dass das neu startet, dann sehen wir uns gleich wieder. So, es ist neu gestartet. Wir sind genau hier gespawnt. Ich glaube, ich habe uns irgendwohin teleportiert, aber ihr könnt ja nochmal auf die App da oben rauf und teleportiert uns jetzt einfach mal nach hin. Ach so, ihr könnt euch jetzt überall hin teleportieren, wo ihr wollt und ja, drückt einfach Play, wird das Pokémon Go und dann teleportiert ihr euch überall hin, wo ihr wollt. Hier sind die Pokéstops und hiermit könnt ihr dann laufen, wohin ihr wollt. Ein Knüppel, also richtig easy. Und ja, ihr könnt wirklich auch Pokémon, das kommt öfters, da müsst ihr ein bisschen dann langsamer laufen. Aber sonst nützt das nichts. Ich bin jetzt schon relativ viele Levels weitergekommen und kann Pokémon Stops da einsammeln und weiter. Ich laufe gerade zu einem Pokémon Stop hin und weil ich euch noch zeigen will, wenn man gebannt wird, dann zeige ich euch jetzt noch einen Endbann-Trick, wie ihr dann wieder trotzdem spielen könnt. Pokémon Go und ja, den zeige ich euch jetzt. So, seid ihr bei einem Pokémon Stop, dreht ihr einfach mal hier dran. Dann kommen ja denn diese Dinger. Bei mir lädt das jetzt noch ein bisschen, weil der kann nicht so viel überspringen. Und dann dreht ihr einfach da nur so dran, 60 mal umdrehen. Dann seid ihr dann wieder entbannt. Oder ihr braucht es nicht machen, dann könnt ihr 6 Stunden warten, 2 Stunden warten und dann könnt ihr wieder spielen, ganz normal. So, und das war's eigentlich mit dem Pokémon Go Hack am Start. Und fallt nicht auf die Betrügereien auf dem Internet. Und ja, ich habe sehr viele Pokémon schon damit gemacht. Eier habe ich richtig viele ausgebrütet schon. Sind wieder meine neuen. Dann habe ich heftige Pokémons gefangen. Und so, hier mein Funddatum. Die sind vor kurzem erst eingefangen und ja, Leute, ich würde sagen, das nenne ich mal nice Glitch und oder Hack und ich würde sagen, adios amigos, ciao, ciao.